Hallihallo. Heute mache ich mal die Scheibe hoch. Heute haben wir ein Problem mit so einem Polo. Der will nicht mehr tackern beim Blinken. Hier, ich blinke jetzt und ihr hört nichts. Und genauso summt er auch nicht, wenn ich das Licht anmache und die Zündung aus und die Tür auf. Und letzten Endes geht der Summer die Warnung für einen Anschnallgurt auch nicht. Da könnte man jetzt für knapp 1000 Euro den Schalttafeleinsatz neu machen. Wollen wir aber nicht, ist uns viel zu viel Geld, wir sind ja nicht bekloppt. Wir wollen den Schalttafeleinsatz ausbauen und den Lautsprecher, der da drin verbaut ist, ersetzen. Weil diese ganzen Geräusche nämlich nicht mehr über irgendwelche Relais erzeugt werden, das Tackern, sondern das kommt alles aus dem Lautsprecher. Und deswegen bauen wir jetzt das Kombi-Instrument aus. Dazu machen wir das Lenkrad ganz nach unten, ganz nach hinten. Dann versuchen wir mal hier, ich lege euch mal hier so weg, ich stelle euch mal da so hin. Weiß nicht, ob ihr irgendwas sehen könnt. So, jetzt könnt ihr garantiert sehen, dieses Ding ist nur mit diesen Rastnasen hier so reingeschoben. Klemmt ein bisschen, muss man ein bisschen dran ziehen und zerren, geht aber ab. Jetzt ist da und da eine kleine Torx-Schraube. Ich denke, eine 20er Torx wird das sein. Die drehe ich jetzt beide raus und dann können wir das Kombi-Instrument schon rausziehen. Ich mache das mal und dann seid ihr gleich wieder dabei. So. Die beiden Schrauben sind jetzt raus. Jetzt kann man den ganzen Einsatz so rausziehen. Muss man ein bisschen aufpassen, da sind noch Kabel hinten dran. Da kann man hier so eine Rastnase eindrücken. Ah, ich muss euch wieder so ein bisschen weglehnen hier, sonst wird das nichts. Braucht man nämlich beide Hände dafür. Also letzten Endes müssen wir ja den Stecker entfernen, logischerweise. Und da hinten sitzt noch einer. So. Also, den linken Stecker abzukriegen ist relativ einfach. Da haben wir hier so eine Nase dran. Ich versuche euch das mal zu zeigen. Die muss man ja so nach außen mit dem Finger knipsen. Dann kann man den Stecker abziehen. Der andere ist ein bisschen fummeliger. Da gibt es diesen lilanen Bügel. Der wird von einer grünen Rastnase gehalten. Die muss man reindrücken. Dann kriegen wir den Bügel umgelegt. Ich mache das mal. So, Bügel umgelegt. Dann geht der Stecker ab. Vielleicht. So, und dann können wir den rausnehmen. Dann haben wir hier den Schalttafeleinsatz. Hier hinten sieht man schon den Lautsprecher. Jetzt müssen wir diese ganze Blende hier mal abschrauben. Da sind so ein paar Kreuzschlitzschrauben, so ein paar silberne. Die schraube ich alle mal ab und dann gucken wir mal, hier unten sehe ich noch zwei Rastnasen. Die werden wir entriegeln müssen und dann haben wir hinten die Abdeckung ab. Und dann will ich hoffen, dass wir damit weiterkommen. Dass wir dann an den Lautsprecher drankommen. Der ist verlötet, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. VW will natürlich das ganze Teil austauschen, die setzen keine Kombi-Instrumente in Stand. Teil kostet 550 Euro plus Einbau mit Wegversperre, Schlüssel anpassen, allem Zip und Zap, knapp 1000 Euro. Tacho-Reparatur gibt es Betriebe, die haben sich darauf spezialisiert, die nehmen zwischen 400 und 500 Euro. Der Lautsprecher selber kostet ungefähr 10 Euro bei eBay und vielleicht eine Stunde Arbeit, alles zusammen. Man muss ein bisschen löten können, ein bisschen Werkzeug haben, nicht viel, der 20er Torx, ein Kreuzschraubendreher hat wohl jeder da. Ja, da kann man viel Geld sparen.
So, ich nehme das Ding auseinander, dann sehen wir uns gleich weiter. Wieder sehen wir uns nicht weiter, sondern wieder. Bis gleich. So, wir haben jetzt hier ein paar Schräubchen rausgedreht. Hier überall am Rand Kreuzschlitz. Nehmen die Kappe ab. Hier ist der Lautsprecher, den müssen wir tauschen. Hier ist er gelötet. Lötkolben wird heiß. Ein paar Minütchen, dann geht das weiter. So, wir haben jetzt hier bei dem alten Lautsprecher die Membrane rausbekommen. Hier hinten die Zippel losgelötet. Und jetzt versuche ich den neuen Lautsprecher möglichst zerstörungsfrei zu demontieren, dass ich nachher nur die Membrane, nur den Lautsprecher an sich umbauen brauche. Habe dafür die drei Rastnasen jetzt entfernt und versuche jetzt mal weiter zu fummeln, dass ich das Ding möglichst in einem Stück rauskriege. So, wir haben den jetzt so ein bisschen gelöst, den Lautsprecher, der ist geklebt. Jetzt machen wir hier hinten die Lötpunkte heiß. Und haben den Lautsprecher an einem Stück rausbekommen. Hätte ich gar nicht so gedacht. Und jetzt versuchen wir, die ganze Sache rückwärts hier reinzubekommen. Die anderen dann auch nochmal warm machen hier. Ja, bei der anderen ist aber gar nicht so viel Lötzinn. Da wollte ich eigentlich, aber ach, das reicht aber, ne? An sich gar nicht schlecht, ne? Wenn wir so ein bisschen Frischen mal drauf machen. Ja, spitze. Als müsste das so sein, würde ich sagen. Ja. Hältst du davon, wenn wir die Abdeckung drauf machen, zusammenschrauben und ausprobieren? Die Frage ist ja jetzt nur, muss der noch ein bisschen stabilisiert werden mit dem Kleber an den Dingern? Also im Zweifelsfall hätte ich Heißkleber dafür, weil ich habe irgendwo gelesen, dass sie schreiben, mach 2, 3 Heißklebepunkte drauf. Ja. Die Frage ist, vielleicht sollten wir uns daran halten. Also ich würde den nur an diesen Dingern. Da wo die Nasen sind, ja, ne? Genau. Auf die Nasen machen wir dann quasi jeweils einen Heißklebepunkt drauf. Tue das Ding da unten. Ich tue das Ding gleich dann mal nach unten legen. So. Pistole angeklemmt, Lötkolben nach unten. Und dann 5 Minuten Pause. So, Klebepistole ist heiß. Jetzt gucken wir mal, dass wir da 3 kleine Klebepunkte drauf kriegen. Dass der Lautsprecher beim Fahren nicht stiften geht. Ist ja gut. Ja, ja. So. Sieht doch wohl super aus. Glaube ich. Die Fäden. Für den Fall, dass in 20 Jahren mal einer reinguckt, machen wir die Fäden ab. Dann sieht das sauber aus. Jetzt würde ich sagen, Klappe drauf, Rastnasen verrastet, ich drehe die 4 Schräubchen rein, du gehst beim Jürgen gucken und dann bauen wir das gleich ein. Hier ein Schräubchen. Hier ein Schräubchen.
Hier dann auch nochmal zwei Schräubchen. Immer schön dran denken, wenn euch die Videos gefallen. Abo da lassen, freue ich mich drüber. Abo. Jeder Babbo lässt ein Abo. Und dann zeige ich euch auch demnächst viele tolle Sachen zum selber machen. So, ich klebe die Sachen hier wieder drauf. Und gehe jetzt mal das Kombi-Instrument einbauen und dann gucken wir mal, ob die ganze Sache funktioniert. Ob wir dann das Kombi-Instrument anstatt für 400 oder 950 für 10,50 Euro repariert haben. Schauen wir mal. Bis gleich. So, wir sitzen wieder im Auto. Ich nehme mal das Kombi-Instrument. Führe es ein. Guck, dass ich mit dem grünen Stecker hinten drauf komme. Setze ihn so ein bisschen leicht an. Lege ich dann den Bügel um, dabei zieht er sich rein, den Stecker. Hier den Stecker haben wir auch drauf. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Zündung an, okay. Ah, ich nehme euch mal näher dran, hört ihr das? Spitze. Blinker aus, Zündung aus, Schlüssel ab. Oh. 10, 11 Euro. Boah, was wir essen gehen können von dem Geld, was wir gespart haben. Ja, also, nur zur Info, die beiden Schrauben wieder rein. Dieses Ding hier oben drauf, draufstecken, reinklipsen, fertig. Und gefühlte 980 Euro gespart. Viel Spaß beim selber machen. Jeder Babbo lässt ein Abo. Bis dann. Tschüss.